Wir kommen heute zu einer spontanen Folge von Clicker Heroes und zwar, weil ich kurz davor stehe, einen neuen Helden freizuschalten, also einen von denen, die zuletzt noch hinzugefügt wurden. Und erst ist jetzt Tsuchi oder Tsuchi, je nachdem, wie man den halt aussprechen möchte. Auf jeden Fall hat es ja eine ganze Weile gedauert, bis ich da jetzt ankomme, weil der Abstand zu dem König Midas, der sozusagen der präferierte Held war, mit dem ich jetzt hier die ganze Zeit gearbeitet habe, um mich Level für Level weiter vorzuwagen, waren, glaube ich, 50 Zehnerpotenzen. Und mal sehen, ob der nächste Held, der nach ihm kommt, dann das gleiche hat. Aktuell habe ich jetzt gerade das so eingestellt, dass ich ihm schon mal 10 Helden, also 10 von diesen vergoldeten Helden verpasst habe, einfach damit die Schadenswerte vergleichbar sind, weil der hat jetzt 1,7 hoch 454 ist dann hier zu erwarten, während der König Midas aktuell bei hoch 448 liegt, also sollte schon einiger Schadensbonus damit möglich sein. Bevor der Held allerdings kommt, habe ich noch ein 25er Paket für König Midas, bevor eben dann hier mit 6 hoch 499 dann tatsächlich Tsuchi anfängt. Also es gilt noch ein bisschen, noch ein paar Schatzkisten zu sammeln, die ich hier jetzt erstmal so vorbereiten und zusammenklicken werde, weil natürlich ein Critical Strike killt die Monster im Moment sofort, was jetzt auch kein Problem ist, dann gehen die halt einfach noch ein Stück weiter. Aber so wäre sozusagen die richtige Einstellung, dass danach die Kiste gekillt werden kann. Okay, also jetzt habe ich eine Schatzkiste entsprechend vorbereitet. Das heißt, wenn die abgelaufen sind, sollte ich knapp an diese Zahl kommen. Vielleicht muss ich noch eine weitere Kiste machen, während ich jetzt darauf warte, dass hier der Idle-Mode wieder beginnt, damit ich natürlich die ganzen Goldboni auch bekomme, werde ich jetzt erstmal ein kurzes Fazit ziehen von dem Weihnachtsgeschichte, also von den ganzen Geschenke sammeln. Und das fällt nicht ganz so positiv aus. Also immerhin, ihr seht, ich habe die Schneemänner bekommen. Mal gucken, hier in den Skins. Das war ja das, was über das Merry Christmas sozusagen gewonnen werden konnte. Das andere sind DLCs, wo wahrscheinlich Geld ausgegeben werden muss. Habe ich mir noch nicht weiter angeschaut. Also den habe ich, glaube ich, sogar 3 oder 4 Mal gewonnen. Aber was so nach und nach immer frustrierender war, das Verhältnis von Geschenken zu Rubinen ist immer schlechter geworden. Ihr seht, ich habe über 6000 Geschenke in dieser Zeit geöffnet. Also die Kiste läuft jetzt im Idle-Modus. Das dauert hoffentlich nicht allzu lange. Also ich habe über 6000 Geschenke geöffnet und davon habe ich 4000 Kohlen bekommen. Also keine Ahnung, ob mit denen noch irgendetwas passiert. Auf jeden Fall, viel geht davon nicht über. Immerhin habe ich 286 Blue Coins. Mal sehen, ob die tatsächlich irgendwann eine Verwendung finden. Und ich hatte insgesamt 9 Zuckerstangen. Also die Zuckerstangen, ich weiß nicht, ob es generell von der Anzahl her abhing oder ob man auch nur eine bestimmte Anzahl bekommen konnte, weil ich glaube, ich hatte vorher schon mal eine eingesetzt. Das heißt, ich habe maximal 10 Zuckerstangen während des ganzen Events bekommen. Also nicht sehr zufriedenstellend, weil ich hatte natürlich schon gehofft, dass ich die etwas mehr nutzen kann, um hier meine Helden, meine Mercenaries immer wieder zu beleben, aber der Versuch, die alle auf Heldenseelen zu trimmen und dann wieder zu beleben, ist leider, also die Hoffnung ist zumindest nicht aufgegangen, weil es sind jetzt nur 8 Zuckerstangen und ich werde davon also nicht viele wiederbeleben können. Also werde ich mal schauen, für welche ich die dann verwenden kann. Ja, wenn noch jemand Interesse hat, inzwischen gibt es ja hier auch automatisches Beitreten. Das heißt, ihr könnt jederzeit in die Allianz eintreten. Und ich werde eigentlich normal jetzt jeden zweiten Tag wieder, weil aktuell bin ich wieder bei einer großen Ordnung, wo ich im Moment nicht in der Lage bin, den Titanen zu killen. Also zumindest nicht mit den 3 täglichen Klicks. Heute ist er schon wieder dran, gekillt zu werden, weil ich habe es jetzt doch gerade schon wieder nach Mitternacht, genau, der neue Tag hat gerade schon wieder angefangen. Das heißt, heute werde ich ihn auf jeden Fall wieder platt machen. Das klappt dann zusammen mit den Schneemännern ganz gut. Aber jetzt warte ich erstmal, bis die Kiste abgelaufen ist und dann kann ich die Schneemänner einsetzen. Dann mache ich gleich noch den ersten Titanenkampf mit euch zusammen.
So, und hat die Kiste, oh, sogar eine Zehnfachkiste, das muss auf jeden Fall gereicht haben, definitiv. Da bin ich fast tatsächlich schon in der, oh, ich bin sogar schon in der Lage. Das heißt, ich kann den 25er überspringen und kann natürlich gleich den 5 hoch, also den Tucci kaufen. Und Wahnsinn! Also von 4,99 geht das hier auf 9,99. Also Sukur ist nochmal eine Ewigkeit weit weg. Auf jeden Fall sollte ich es jetzt gleich an Geschwindigkeit zulegen, sobald ich den kaufe, weil der Schaden sollte um einiges steigen. Mal gucken, wie viel der reale Schaden steigt. Also 4,59 auf 4,64. Also um 5 Zehnerpotenzen ist es ganz gut angestiegen. Und okay, bei 1000 bekomme ich hier den ersten Bonus. Mal schauen, wie lange das dann dauert. Auf jeden Fall sollte es mir mit dem neuen Helden jetzt möglich sein, ja, ein deutlich höheres Level zu erreichen als bisher. Also nicht mehr bei den 6400 da, wo ich aktuell gewesen bin. Oder was war aktuell mein höchstes? Genau, 6478, sondern tatsächlich da jetzt einen größeren Sprung zuzulegen. Und sobald das natürlich stabil läuft, werde ich dem dann die ganzen goldenen Bonis natürlich zuschanzen, weil im Moment hat er jetzt erstmal nur 10. Ich denke mal, 100 kann ich erstmal locker abgeben und dann, sobald er gut erreichbar ist, dann umso mehr und ich auf König Midas letztlich nicht mehr angewiesen bin als Übergang. Da werde ich dann gleich erstmal, machen wir mal erstmal die ersten 100 voll. Okay, jetzt hat er gleich 120 bekommen, ist auch okay. Ist ja kein Problem. Wir haben es ja. So, auf jeden Fall geht es dann jetzt hier natürlich mit dem Helden auch dann weiter, dass ich den dann mit einem Schneemann gleich bedienen werde. Aber zuerst mache ich jetzt schnell noch den ersten Teil für den heutigen Raubzug. Dazu brauche ich erstmal meine 5, also inzwischen habe ich 6 Schneemänner, weil es sind dann doch noch ein paar Juwelen oder Rubine zusammengekommen. Inzwischen bin ich schon wieder bei 779, was aber nicht allein auf die Geschenke zurückzuführen ist, sondern natürlich auch auf die nette Rübe, die dann immer die Rubine ausspuckt. Also, auf in den Kampf und gut, das erste Drittel erstmal von dem erledigt. So, jetzt kommt wieder die Nachspielzeit von den Schneemännern und ja, jetzt ist er soweit durchgelaufen. Da ich ja jetzt tatsächlich schon mehr als die Hälfte von dem geschafft habe, dann wird es wahrscheinlich nicht lange dauern, bis ich den, ja, welcher Level ist denn das jetzt eigentlich? Wieso wird hier eigentlich kein Level angezeigt? Naja, auf jeden Fall werde ich dann nicht mehr lange brauchen, um hier den nächsten Titan-Level tatsächlich dann zu schaffen und ja, noch eine Stufe weiterzukommen. Und damit natürlich noch einen höheren Bonus jeweils zu bekommen. Was jetzt auf jeden Fall sehr spannend wird, da das jetzt hier ja, achso, erstmal die wieder ausschalten, weil sonst kriege ich ja die Goldboni nicht und ohne den Idle-Bonus läuft das alles nicht sehr optimal durch. Und da ist nämlich dafür notwendig, mal zu gucken. Also aktuell bin ich kurz vor 1 hoch 18 Heldenseelen pro Durchlauf. Im Moment habe ich jetzt für den aktuellen Aufstieg schon 2. Das heißt natürlich auch, dass ich jetzt, wenn ich deutlich weiterkomme, dichter an die maximale überweltliche Belohnung komme. Da muss ich auch gleich mal schauen, wo ich jetzt aktuell stehe. Ich glaube, ich müsste entweder bei 5 hoch 15, also entweder bei 10% oder sogar schon bei 20%, das heißt bei etwa 1 hoch 16 bald ankommen. Und das bringt mich natürlich auch in die Nähe dann, dass das nächste Überwelten-Reset natürlich auch bald ansteht. Aber im Moment, 6 Heldenseelen, also 6 antike Seelen sind schon gesichert. Und wenn ich jetzt natürlich hier nochmal aufsteige mit 2 hoch 18, komme ich der 7. auf jeden Fall auch schon deutlich näher. Und hier, vorausgesetzt, die kratzen mir nicht frühzeitig ab, habe ich natürlich auch nochmal. Also ist ja jetzt fast 1 hoch 18, das heißt, hier bekomme ich schon mal 2 18er zusammen. Hier bekomme ich sogar 3,5 18er zusammen und je nachdem, wie weit ich es jetzt dank dem neuen Helden schaffe, wird die Summe natürlich nochmal um einiges größer. Und da bin ich natürlich insgesamt sehr gespannt, wie weit sich das Ganze tatsächlich auswirkt. Okay, der Idle-Bonus ist inaktiv und das Ding läuft trotzdem so langsam. Das ist aber unpraktisch, weil ich hätte mir da jetzt eigentlich noch ein bisschen, ja, da waren die Schneemänner jetzt schon viel zu flott, als dass sie hier an der Stelle tatsächlich schon ausgebremst haben.
Weil bis der natürlich jetzt in den 200er Bereich kommt, also wo der dann natürlich die Vierfachmultiplikatoren bekommt, das dauert noch eine Weile. Das heißt, bis dahin hat der nur eine lineare Schadensentwicklung, die an der Stelle wahrscheinlich nicht so gut ausreicht. Das heißt, ich werde hier nochmal ein bisschen nachhelfen müssen, dass ich die natürlich schneller zu. Ah ja, genau, da war die Schatzkiste, die er hätte dann selber lösen müssen. Also, das heißt, es ist aktuell mal wieder ein bisschen Aktivität gefragt bei Clicker Heroes. Einfach um ja, den neuen Helden ein bisschen anzufüttern, bis er dann tatsächlich in der Dynamik ist, dass er hoffentlich einige weitere. Ah, genau. Oh, ich bin sogar schon bei 1,9 hoch 16. Das heißt, es ist tatsächlich nicht mehr weit entfernt, bis mich hier dann sowieso das überwältigende Reset ruft. So, aber jetzt eben, wie gesagt, erstmal ein bisschen den Helden. Oder beziehungsweise ja doch den Helden bemuttern und etwas aufziehen, dass er Level 200 erreicht und ich natürlich die Vierfach-Boni bekomme. Ich hoffe, dass der an der Stelle noch anspringt. So, mal gucken. Also, dass die Kiste so vorbereitet ist, dass sie hoffentlich nicht hops geht. Okay, so, jetzt lasse ich von da aus dann die Schatzkiste runterlaufen und hoffe, dass die Boni so hoch sind, ja, dass ich den gleich wieder ein Stück weiter pushen kann. Wenn nicht, werde ich bis morgen warten und einfach noch ja, die 3 Stunden ablaufen lassen, weil 5 hoch 18, das sollte auf jeden Fall genügen. Und mal gucken, kriege ich da 5 hoch 5 und 5 hoch 8 waren das jetzt. Also kriege ich auf jeden Fall 100 zusammen. Und wenn dann noch die 40 dazukommen, dann kriege ich auf, komme ich auf jeden Fall in den 200er Bereich und hoffe, dass dann das Ganze um einiges zügiger läuft. Ja, wie ist mein aktueller Status sonst noch? Also ich habe ja durch das Weihnachtsevent einen Haufen Relikte bekommen und ihr seht, die sind hier alle mit 0,25 Monstern. Also allein ein Monster pro Level wird mir dadurch abgezogen, dass ich hier die Relikte auf diesem Maximum habe. Die sind jetzt alle bis 16.000 hochgelevelt. Die 32.000 habe ich jetzt nicht mehr ausgegeben, weil sich das dann letztlich eh nicht mehr rechnet. Aber ihr seht, die liegen alle deutlich über 7, um diesen Bonus zu bekommen und nur bei dem einen hier habe ich noch ein paar andere Nebenboni, die aber ja nicht weit davon relevant sind im Vergleich zu dem, wo natürlich die hier aktuell stehen. Also alle sind mindestens auf Level 50 und eben die ausgewählten, mit denen ich sowieso aktiv arbeite, sind sowieso schon irgendwo hoch 19, die anderen hoch 9, hoch 7. Also da habe ich schon einiges ausgegeben. Und eben gerade für die ganzen Goldmultiplikatoren, um mich überhaupt langsam jetzt an diese 500er-Grenze rangetastet zu haben und das jetzt in diesem Durchlauf tatsächlich geschafft zu haben. Mal gucken, was ist es denn eigentlich für meinen Gesamtdurchlauf? Also aktuell lege ich jetzt hier nämlich bei 37 Tagen. Weltübersteigung hier und Weltübersteigung 8, diese Übersteigung 76. Okay, bisher höchste Zone, das war ursprünglich 3400. Insgesamt durchgeführte Rituale, ach Mann, ach ja, genau, da unten 593 Tage. Ich weiß nicht, warum er es nicht schafft, diesen einen Eintrag vernünftig anzuzeigen, aber egal. Okay, worum ging es mir jetzt? Es ging mir um die Gesamtüberschreitungen. Also die Weltübersteigungen müssten die 8 sein. Weltübersteigung bei dieser Übersteigung. Ich glaube eher, es müsste Übersteigung dieser Weltübersteigung heißen. Also die beiden Wörter müssten genau umgekehrt dastehen. Das heißt, ich habe aktuell schon 76 Mal das Ding resettet. Boah. Naja, aber kann durchaus hinkommen. Das sind ja gerade mal so 2 Weltenresette pro Tag. Also das kommt schon etwa hin, denke ich. So, mal gucken, wie viel bringe ich? Oh, 507! Das gibt auf jeden Fall einen ordentlichen Schub. Und mal gucken, reicht es für die 100? Jawohl! Gut, damit beginnen jetzt die 25er und der erste 25er ist auch drin. Aber es tut sich nichts. Der Tsuzushi, du bist zu schwach. Du musst mehr machen. Also werde ich ihn mal noch mit einer nächsten Schatzkiste unter die Arme greifen und hoffe, dass er dann. Oh, da war sie schon. Okay, also ich habe aktuell überhaupt keinen Klick, also muss ich jetzt einfach abwarten. Also, beziehungsweise mein Klick killt
Genau, Klickschaden ist 1,5 hoch 71. Das heißt, die ist sofort hinüber, sobald ich da drauf klicke. Ich könnte sogar 3 mit einem Klick killen. Aber naja, ich werde jetzt die Schatzkiste einfach nochmal laufen lassen und hoffen, dass er dann in der Lage ist, mit einem bisschen mehr Speed die aktuellen Monster zu killen. Dass das Upgrade letztlich 1 hoch 501 Gold kostet. Wobei ist die Frage, wie das eigentlich auf so einen glatten Wert kommt. Anscheinend werden die nicht von den Rabatten wirklich berührt. So, die Schatzkiste ist gleich durch und dann mal sehen, ob der Speedy dann wieder loslegt und ich tatsächlich noch ein paar 100 Level hoffentlich weiterkomme. Und 507. Du hast nicht mal einen kompletten 25er hingelegt. Das war aber schwach. Mal gucken, wie viel hast denn du jetzt eigentlich hier? 510. Okay, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt dann, wie viel dieser Tsuzushi tatsächlich noch fertig bringt. Und ich werde euch sicherlich dann davon erzählen können, wenn ich beim nächsten Überwelten-Reset mich wieder bei euch melde. Weil ich bin sicher, den werde ich auf jeden Fall noch machen. Also so schnell werde ich dann doch Clicker Heroes noch nicht abschalten. Und ich hoffe natürlich, dass ich die nächste Folge dann tiefe Schlucke nennen kann, weil es natürlich dann darum geht, dass ich die 100 antiken Seelen voll mache. Aber mal gucken, ob es wirklich noch 4 werden. Und wenn nicht, dauert es einfach noch ein paar Wochen, bis ich die nächste Folge mache. Außer es kommt hier wieder irgendein neues, spannendes Event dazu. Heute Tsuzushi oder Tsuzushi oder wie auch immer ihr ihn aussprechen wollt. Auf jeden Fall, er gehört jetzt zu meinen aktiven Helden. Und Sokur, du wirst noch ewig brauchen, bis ich dir mal persönlich begegne. Aber in irgendeiner Folge ist es vielleicht möglich. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.